Herzlich willkommen zurück. Ihr werdet euch wundern, warum wir jetzt wieder ganz woanders sind. Ja. Aber uns ist nämlich aufgefallen, dass wir hier bei der Wahrsagerin etwas vergessen haben, nämlich ein Viertelpixel Faden, den wir uns ganz geschwind noch mitnehmen werden, weil wir den unbedingt brauchen. Und zwar nur ein wenig, aber es war wichtig. Und deshalb sind wir aus dem Hotel schnell hierhin zurückgefahren, dass ihr euch nicht beide Wege antun müsst. Genau. Einfahren wir natürlich jetzt mit euch noch live zurück. Ja, weil das so spannend ist, ne? Genau. So, dann ruder hier mal lustig weiter. Na, mach. Ruder los, ruder los. Ich bin noch nie in einem Sarg gerudert, fällt mir gerade ein. Nur in Ruderbooten. Und als ich das allererste Mal in einem Ruderboot gesessen habe, ich weiß nicht, ich glaube, da war ich so 4 Jahre alt oder so, und das war auf einem total ruhigen See irgendwo bei Hamburg, da ist mir doch tatsächlich übel geworden. Da ist mir so schlecht geworden, ja. Ich bin seitdem nie wieder seekrank geworden, also ich war dann schon öfters nochmal auf Schiffen und auch richtig bei heftig See. Ich gehe immer zu Wally rein, das ist vielleicht doof. Und mir, ich bin nie wieder seekrank geworden, nur dieses eine Mal, aber ich finde, mit 4 Jahren ist das verzeihlich. Ja. So, ihr Lieben, jetzt sind wir wieder an der Stelle, wo wir eigentlich letztes Mal aufgehört hatten. Und wir werfen geschwind noch einen Blick ins Gästebuch. Mhm. Hatten wir bei dem eigentlich schon ein Zimmer gemietet? Der verdammte Lago frisst für 30. Ja. Wollten wir bei dem schon mal ein Zimmer mieten? Ja. Und er hatte nur eins, ne? Genau. Ich glaube, ich... Warte nochmal. Ein Zimmer? Ja, genau. Da war ja eine Einzahl, das ist belegt. Okay, das macht aber nichts. Wir gehen da jetzt trotzdem rein. So, das hast du nun. Darf man stehen bleiben. Okay. Das ist ein Privatzimmer. Gut. Da darf niemand rein. Das ist gar nicht zum Lachen, Sie. Nee, nee. Ich putze ja wie wild rum und Sie lachen über mich. Geht doch nicht sowas. Das. Na, egal. Haben wir eigentlich... Ja, gut. Dann können wir nämlich loslegen und uns dran machen, die letzten beiden Zutaten für Largos Voodoo-Puppe zu beschaffen. Genau. Zunächst mal werden wir das Messer auf dem Alligator benutzen. Mein alter Pfadfinderlehrer rotiert im Grab, wenn er mich so ein Messer so benutzen sieht. Okay, Guybrush, ich wollte nur wissen, ob du das fertig bringst, dieses arme Tier abzuschlachten. Oh. Aber das tust du natürlich nicht. Braver Junge. Und nu? Juhu, da ist er weg. Hey, wer ist denn der alte Wadenbeißer losgekommen? Ja, ich hab ihn losgemacht. Hey, ich muss den sofort einfangen. Yeah. Hat der auch ein Holzbein, bevor er sich hier einfängt? Okay, der ist fort. Wir nehmen uns jetzt erstmal hier diese Schüssel, beziehungsweise Käsereste. Scheint ein guter Emmentaler zu sein. Oh, lecker. Können wir essen, können wir nicht. Nee, schade. Gut. Okay, dann gehen wir mal zur Tür. Warte mal, wo ist mein Eimer? Da. Gut. Da müssen wir nämlich relativ flott sein, ne? Weißt du das noch? Schließe Tür. So. Schließe Tür, benutze Eimer auf Tür. So. Und verschwinde mal ganz schnell hinter der Garderobe. Ich glaube nämlich, ich höre schon Lago kommen. Oh Gott, ist das aufregend. Ha! Hey, was zur Hölle? Was geht hier vor? Ja, auch immer das war, er wird bezahlen. Ah, ich krieg dieses Ding nicht von meinem Kopf. Aber wenn ich es erstmal vom Kopf habe, wird es jemandem ziemlich leid tun. Du dummer. Vielleicht hätte ich das nicht tun sollen. Mein armer Pfadfinderlehrer, wenn der das wüsste. Der sah schon mächtig wütend aus. Aber mit dem werde ich schon fertig. So, wir schnappen uns jetzt hier dieses schöne Toupet, was da steht. schauen uns nochmal das Gemälde an. Da können wir nichts Besonderes erkennen. Ja. Ist hier irgendwo Schlüssel über? Oh, Überreste gucken. Die sehen alt aus. Kann man hier irgendeinen Schreibtisch öffnen? Ich mach mal öffne Schublade. Die ist schon offen. Dann schau mal in die Schublade. Die ist leer.
Enttäuscht dich das jetzt? Ja. Okay, mich auch. Wenn ich eventuell jetzt einen Schlüssel erwarte. Ja, ich auch eigentlich. So. Dann gehen wir erstmal hierher. So. Und dann zu dem Wäschemeister da, dem Tauben, dem Schwerhörigen. Das ist geil. Da ist Lago. Du machst mich wahnsinnig, Marty. Deswegen nennt man mich auch Mad Marty. Das hat er jetzt verstanden, ne? Hör zu, ich will es umsonst und heute Nacht. Umgebracht? Wen hast du umgebracht, du? Mann! Ich rede über mein Hemd. Du hast dein Hemd umgebracht und ich bin nicht verklemmt. Ich verstehe das, wenn einer einen umbringt. Aber das weiß ich auch nicht, was das jetzt für ein Satz sein soll. Ich sagte, ich brauche es heute Nacht. Was? Wohin hast du die Leiche gebracht? Das ist ja hoffnungslos mit dem alten Tatterkreis. Du da, sag ihm, dass ich es heute noch abhole. No, Schwach. Okay, machen wir. Ich glaube aber, jetzt können wir erstmal hier mit der Ratte. Mussten wir nicht irgendwie die Ratte einfangen? Ich glaube ja, ne? Mit Käse. Mit Käse. Öffne mal die Schachtel. So. Benutze. Ich tue erstmal den Stock mit der Schachtel. Ja. Ich benutze den Faden mit der nicht mit der Schachtel. Den Faden mit dem Stock. So, und dann tue ich mal die Käsereste rein, so, und hoffe, dass die Ratte da jetzt reingeht. Geh doch mal da rein. Nein, ich will nicht. Ja, doch, doch, es hat geklappt. Können wir jetzt die Schachtel nehmen? Die passt nicht in meine Taschen. Öffne Schachtel. Nimm eingesperrte Ratte. Ja. Oh, guck, wir haben eine Ratte. Wie süß. Wie süß. Ja, das weiß ich noch. Ich weiß gar nicht mehr, wozu wir die brauchten. Ich weiß nur, dass wir das machen mussten. Mit denen würde ich auch gerne nochmal reden. Allerdings möchte ich jetzt erstmal den Wäschezettel abholen. Ja. Weil da wissen wir ja schon, wo der hängt. Gott sei Dank. Sonst würden wir jetzt hier ewig rumrennen. So, gehe zur Tür. Guck mal, der ist immer noch weg. Der hat seinen Alligator nicht eingefangen. So, schließe Tür. Und dahinter, ihr Lieben, guck, da hängt nämlich der Wäschereizettel. Toll. Und wir hauen hier sofort wieder ab. Ich habe keine Lust auf Lago. So. Und jetzt sollten wir doch ganz, ganz geschwind... Ganz geschwind. Hier, guck mal, den Wäschereizettel. Bei Mad Marty abgeben. Genau. Guck mal, Marty. Den kannst du jetzt wieder machen. Ich hab nicht sehen, was von Mr. Lacoste sagt, fertig ist. Jetzt, die Szene finde ich auch witzig. Ich weiß, es ist hier irgendwo. Ich hatte es doch noch vor einer Minute. Wo steckt es bloß? War das ein Papagei da eben? Ah, Lago trägt Körbchengröße G oder so. 114 G oder keine Ahnung. Guck mal hier. Wer hätte das gedacht? So, oh. Ich wollte noch mal mit denen reden. Gibt's noch irgendwas zu sagen? Ja. Was denn jetzt, Gublasch? Was macht ihr da oben? Hatten wir das schon gefragt? Ich weiß es gar nicht mehr. Tanken? Nee, das war wohl nicht... Ja, das hatten wir schon. Okay. Gut, da haben uns nichts Neues zu berichten hier. Performance-Künstler, genau. Ja, das wussten wir aber schon. In diesem unseren jüngsten Werk zeigen wir die Antwort der Menschen auf die globale Umweltfrage einer sich ständig ändernden Welt. Ihr seid so toll. Ihr seid so klasse. Und warum künstlert ihr da oben rum? Um die instabile Lage aller Dinge zu zeigen.
sozusagen. Ganz genau so. Ich glaube, ihr überseht den Symbolismus, den ihr durch die Nähe zur Erde herstellen konntet. Ja, garantiert. Aber... Okay, du hast uns erwischt. In Wirklichkeit sind wir hier oben, weil... nun... Weil wir Angst haben, runterzukommen. Ja. Warum sagt der in der Mitte eigentlich nie was? Was, was? Wie hieß das Wort dafür nochmal, Frank? Erdophobie, Bodenphobie, totale Dummheit? Das Gegenteil von Höhenangst. Tiefenangst. Irgendwie was Tiefenangst oder so. Oder irgendwas. Irgendwie. Angst, dass dieses Spiel ein noch tieferes Niveau erreicht, besonders mit diesen beiden Let's Playerinnen hier. Was du willst, wir kommen nicht runter. Okay, wir sehen uns später. Wir mussten doch dem noch irgendwie sein Holzbein absägen oder ich so, ne? Ich glaube, Vorfreude unterdrücken. Ja, war das nicht gut so? Oder kann war das nicht irgendwas? Können wir denn, warte mal, eben ziehen am Holzbein? Ich kann es nicht bewegen. Mit dem Messer, ich glaube aber nicht, dass es mit dem Messer ging. Ja, aber du hast recht. Das würde mit dem Messer viel zu lange dauern. Irgendwo war noch eine Säge. Aber hier geht's lang. Aber ich glaube, wir haben jetzt alle vier Zutaten zusammen. Die Spucke haben wir ja schon gegeben. Wir haben hier den Knochen vom Vorfahren. Wir haben was vom Kopf und wir haben was vom Körper. Ja, herrlich. Ja. Und über das Holzbein muss ich nochmal nachdenken. Ich bin mir sicher, denn da mussten wir ja irgendwie den Zimmermann dahin locken, damit wir Nägel kriegen. Ja, aber für was denn wir nie? Aber jetzt lass uns in dieser Folge erstmal auf jeden Fall noch zur Wahrsagerin. Und was wir da noch machen müssen, das können wir ja dann in der nächsten Folge gucken. Genau. Aber die will ich jetzt auf jeden Fall noch erledigen hier. So, dann gehen wir mal geschwind zum Boot und rudern wieder los. Durch den schönen Sumpf, den schönen Sumpf. Schlapper, schlapper. Zwar mit BH, doch ohne Strumpf. Nee, ein BH. Aber ehrlich hier. Also wer denkt sich sowas aus? Herrlich, herrlich. Ja. So, rein da und ab. Genau. So. So, Frau Wahrsagerin, wo sind Sie denn eigentlich? Hier, sehr schön. Hast du mir weitere Zutaten gebracht? Ja, ich habe dieses Toupet. Schreibt sich auch anders mit ET, aber egal. Nicht gerade ein Teil seines Kopfes. Ja, ich weiß. Aber ich kann nicht etwas Kopfhörer finden. Ja, lecker. Appetitlich. Hast du noch weitere Zutaten? Ja. Ich habe einen Knochen seines Großvaters. Ah, ist das nicht toll? Perfekt. Na super. Hast du die letzte Zutat? Ja, ein BH, der dir sogar passen könnte. Ja, ne? Ja, das würdest du. Endlich ein BH für meine Brüste. Nun kann ich eine Hudentuppe machen, die entschlagen wird. Ich hole rasch meine Voodoo-Tasche. Komm, Schleuder. Nun die Zutaten. Eine Schuppe von Larguskopf. Ein kleines Stück von Largusfäden. Den Rest behält sie für sich. Ein Tropfen Flüssigkeit aus seinem Körper. Ein Stückchen Knochen seiner Toten. Und zum Abschminken diverse Voodoo-Gewürze, Geschmacksverstärkung und naturidentische Aromastoff. Bäh, auch genannt Glutamat, pfui Teufel. Und sie mixt und mixt und mixt und voodoo sich da was? Was könnte gut werden? Boah, 2, 4, 6, 8. Boah, das hat heute gar nicht gemacht. Laube gut, ja!
Ui! Hey, sieht genau wie er aus. Ja, danke, Voodoo-Lady. Nur noch eine Sache. Einige der Zutaten waren nicht gerade optimal. Es funktioniert, aber nur auf kurze Distanz. Du musst nah ran an Largo. Ganz nah. Okay, machen wir. Aber ihr Lieben, das machen wir natürlich auch nur, wir rausrudern können wir hier ja noch schneller, ne? Das passt schon noch. Und dann können wir uns ja dann in der nächsten Folge aufmachen, Largo La Grande zu besiegen. Ja. Ich gebe mir ja noch seinen Schlüpfer. Oder seine löchrigen, fußschweißgetränkten Socken, ihr Lieben. Bleibt dran, es wird so super appetitlich. Ciao.